So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alpha des Peggles. Im letzten Part haben wir einige lustige Rätsel gelöst. Und mit gelöst meine ich habe sie ganz und gar nicht gelöst. Das ist echt peinlich gewesen. Ich habe mich echt dumm angestellt. Vor allem, als ich mir das beim Schneiden nochmal angeguckt habe, das war echt teilweise richtig traurig. Ich habe auch komplett vergessen, dass einem Hinweise gegeben werden zu den einzelnen Rätseln oben in der Ecke immer. Also, ja, und außerdem habe ich nicht gewusst, also nicht verstanden, dass diese blauen Teile auf dem Boden, ich dachte, das wäre Eis und nicht, dass es Wasser ist. Das wusste ich nicht, weil ich war dumm irgendwie und deswegen habe ich nicht verstanden, dass ich dafür das Elektrizitätszeug verwenden soll. Ich konnte gerade keine Sätze bilden, aber ich verstanden, was ich meine, oder? Ich war ziemlich dumm jedenfalls. So, danke. Ach, da auch schon wieder hin. Ach Gott. Hey Kamaru, before we do that, there's something I want to know. What about? You said I'm your friend? Ja, leider schon. I did say that. Why do you ask? But I've been thinking it over and I have to tell you, my number one is still Master. Okay. No fucks given. But something like that, that's no good, right? Thinking you're not as important as someone? Toko, do you know what friends are? Don't patronize me! It's a relationship where people talk about love and go eat sweets together on weekends, become estranged when one of them gets a lover, then they learn to move past it and have a... Well, that's kinda right, but friends are more like... What? Never mind. I don't know. What the hell? Talk to me here. Well, I don't think you have to really define it right now. Just act like you normally do. But that's just... It's hard for me to accept it. It doesn't feel real. Am I annoying, Kamaru, the way I am now? Don't I annoy you? I couldn't be friends. Ich bin gerade so genervt darüber, dass Toko gerade so ist wie ich. Ich hasse Toko trotzdem noch. Well, how about this? Can I call you Toki? Nein, bitte nicht. Who the hell is that? Du, leider. It'll be your nickname. Oh, I've never been called by a nickname before. Well, other than insults. Never? Not even as a kid? Well, I hope we get along together, Toki. What happened, Toki? Are you okay, Toki? Bitte hör auf, sie so zu nennen. Und vor allem hör auf, es in jedem Satz zu sagen. It's fine. I will withstand it. I will go through this horrible friendship ritual. Now, say it again. Say it one more time. I will not retreat. Toki? No, no. No, it's too much. Never mind. I'm just gonna call you Toko again. Gute Idee. Yes, thank you. The friendship was far too intense. Ihr könnt mich übrigens gerne Toasty nennen. Nur so am Rande, falls ihr das nicht sowieso schon tut. Wie die meisten es wohl tun. Ja, okay. Gehen wir jetzt mal hier rein. Ich muss jetzt mal auf die Karte vielleicht gucken, hat sich das Spiel gerade aufgehängt. Nein, es braucht nur ein bisschen. Okay, da ist ein Raum und dann können wir weiter. Okay. Ist nicht so kompliziert. Ich glaube auch, dass da eine brüchige Wand ist. Halt die Fresse. Nein! Diese Bombe ist halt da. Drei? Haben wir Teil 2 verpasst? Oh Gott, komm schon. Yumi Kayakuda, the girl with a bomb in her womb, cannot laugh, and yet she has chosen. I want to fall in love with Chota. If I can just fall deeper in love with him, I don't mind if this body of mine burns away. However, new character who has feelings for Yumi appears. Motomoto Nikaido. Your life isn't only yours, my love is only mine. A charred body of love, or living doll. Which fate will Yumi choose? The third volume of the fiery love story. Ja, brauche ich dazu irgendwas Neues zu erwähnen? Nein? Okay. Toko! Hey, are you the type who's okay with spoilers? What's going on? What brought this on? Amazing! The third volume of the bomb is so good, I gotta talk about it. But are you okay with spoilers? Ich eigentlich nicht, aber ich glaube nicht, dass ich es jemals lesen werde, also mach einfach. Don't mess with me! Okay. How many times do I have to tell you? I have no interest in manga at all. So, Yoko is a girl from the second volume. Ah ja, hab ich verpasst, tut mir leid. Tries to stop Yume from giving in to despair.
And she says this. Oh, it's so beautiful. I'm tearing up just remembering it. Oh, Yumi, Yoko, I'm so happy for you. Hey, Komaru, come back to reality. Huh? Did you just... you stopped calling me Omaru? Yeah, schon länger. Oh, did I? You're probably just mistaken. Toko! No, I heard right. I tried to call you Toki and you knew that and tried to call me by my name, right? What, you got a problem with that? You think I'm too gloomy to have a character arc? No, it's not that at all. It just makes me really happy. Thanks, Toki. Sorry, that slipped out on accident. You're doing it on purpose, aren't you? Ich glaube irgendwie auch. So können wir da durch. Ist da, warte mal. Nö, da ist so nichts. Nö, so auch nicht. So auch nicht. Okay, das war Munitionsverschwendung. Nicht viel zum Glück. Die letzte Munition. Wahrscheinlich, oder? Ja, Link. Damit können wir Monokumas übernehmen. Zum Beispiel Bomben-Monokumas. Ja, ich weiß schon, wie das funktioniert. Tatsächlich. Ich bin ein Genie. Alles voll von der Automate geklaut. Ja, das denke ich auch. Und zwar jetzt sofort. Oh, da kommt ein fliegendes Herz. Wundervoll. Ich renne mal eben darüber. Wir haben ja nur so lange Zeit, wie die Anzeige da noch nicht voll ist. Jetzt kann ich da ein paar Bomben hinwerfen, wenn ich treffe. Komm schon, ja, direkt hin. Nicht dich selbst hochwerfen übrigens. Da vor die Wand bitte. Das ist verarscht eigentlich. Willst du mich verarschen? Jag die fucking Wand hoch! Nö. Nö, okay, dann nicht. Dann machen wir es halt auf die harte Tour, auf die altmodische Tour, auf die altmodische Art, auf die was auch immer. Ich kenne keine Sprichwörter. Es tut mir doch leid. Everything comes in handy if you use it right. Even a Monokuma. Ich glaube, Sprichwörter war nicht mal das richtige Wort. Es war nur eine Redewendung, oder? Ach Gott, da hinten ist noch ein NPC, den ich verpasst habe. Mensch, ich muss nochmal zurückrennen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Da bin ich mir sicher. Was hast du da in der Hand? Ist das eine Angel? Nein, nur ein Brecher ist okay. Ich dachte, ich kann das in dem Spiel auch noch angeln. Das ist wirklich fantastisch. Yes, I did it! What did you do? I killed a child and destroyed a Monokuma all by myself. Towa is safe now. There's no need to hide anymore. Das war ein Kind und ein Monokuma. Komm schon. You no longer need to worry about your families and friends being killed. You no longer need to see others killed. You should all be grateful. Cry in tears of joy that I've saved you all. Yeah. She's completely gone. My husband and daughter didn't die in vain. Thanks to them, I know Monokuma's weakness. The deaths have been avenged. I think it's best to just leave her be. You're right. Yeah, sometimes it's better not to wake up from a dream. Das ist schon etwas gruselig, aber hey, meinetwegen, mach was du willst. Auch wenn ich ja schon gerne wüsste, was für eine Schwäche du in den Monokumas gefunden hast, aber... vielleicht hat es doch einfach nur Glück. Das Farbe. Okay, das ist nur, dass wir hier runter können, natürlich. Ansonsten ist hier gerade nichts. Du hast auch nicht mehr bis zu den Rolltreppen geschafft. Und die blockierst du doch nicht, dachte gerade fast. Ja, aber dann kann er nicht vorbeigehen, das ist nett. Ich bin dabei, wirklich, versprochen. Aber erstmal nehme ich doch diese Munition mit. Ah, Burn, wundervoll, die hatte ich ja nicht mehr als wieder. Ich bin übrigens hier, kommst du mal, bitte? In dein Auge, wundervoll. Ha. Hier gehe ich auf jeden Fall erstmal noch in den Zug. Ich nehme erstmal die Karte an. Ja, okay, ich muss einfach weiter nach geradeaus. Vorher gucken wir uns, wie gesagt, überall natürlich um. Hallo, bitte dreh dich um. Oder auch nicht, du bist einfach tot. Okay, du bist einfach tot. Stimmt, ich hatte noch den aufgeladenen Schuss, deswegen. Ach so, ja, hi. Ins Auge und nicht ins Auge, aber egal. Ich sehe sonst gar nichts. Jetzt im Ernst. Nichts? Wofür existiert dieser Zug? Wollt ihr mich verarschen?
Ist auch nicht zum... Ja, ich meine, hier ist ja nirgendwo so ein Farbeimer, ne? Also eigentlich dürfte hier nichts an den Wänden stehen. Ja gut, dann danke dafür. Hat schon irgendeinen Sinn, den ich noch nicht gefunden habe. Und wahrscheinlich auch nicht finden werde, weil ich dann nie wieder hin zurückgehen werde wahrscheinlich. Würde mich jedenfalls sehr stark wundern. There's no way this ceiling is going to collapse. Right? Ach ja, genau. There's no way they'd use the same tired plot device twice. I won't allow it. Das ist auch ein gutes Argument, das wäre echt ein bisschen lächerlich. Oh, ich liebe es. Das Spiel ist so, so Meta an so vielen Stellen. Und ich mag das so gerne. Also noch öfter als Danganronpa 2. Da war es ja schon sehr krass eigentlich. Aber hier nochmal wesentlich häufiger irgendwie. Ich mag das. Aber das wisst ihr ja mittlerweile, glaube ich. Komm ich hier drunter her? Nö, natürlich nicht. Dafür bin ich viel zu groß, wie man sieht, nicht wahr? Oh ja, definitiv. Ob ich die Wand irgendwie loswerden kann. Wahrscheinlich von der anderen Seite, wenn dann. Vielleicht muss ich wieder einen Monokuma fernsteuern. Das könnte natürlich sein. Ist ein Monokuma vielleicht irgendwo? Nein, echt nicht. Schade, das ist irgendwie enttäuschend. Dann gehen wir halt einfach hier nach oben zu einem weiteren Rätselraum. Mal sehen, ob ich mich heute wieder intelligent anstelle. Ich meine, ich habe ja am Nacht drüber geschlafen und weiß jetzt wieder, dass man oben Hinweise bekommt, die ich halt beim letzten Mal komplett ignoriert habe. Und vielleicht hilft mir das ja. Das ist ein ziemlich schmaler Raum. Also so im Vergleich zu allen anderen, die wir bis jetzt so gesehen hatten an den Eingangsbereichen. Na egal, Monokuman. Do you think they will gather around the part of the wall that's gonna collapse? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ist das der Sinn der Sache? Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall ein Serienmonokuma. Das sehe ich schon mal. Da sind zwei fliegende Monokumas. Da ist ein Bombenmonokuma. Ich habe absolut keine Ahnung, was der Plan sein könnte. Oder? Habe ich das? Ich meine, da ist eine Wand, die kann explodieren. Das weiß ich. Wieso alle mit einer Explosion zerstören? Ich habe gerade noch keine Idee. Also absolut nicht, aber ich gehe jetzt trotzdem hier rein. Ich soll auf jeden Fall wahrscheinlich den Bombenmonokuma scheuen. Davon gehe ich relativ fest aus. Aber eigentlich müsste ich ja... Oh doch, nee, das ergibt Sinn. Ich hab's. Flieg mal da hinten hin, bitte. Jetzt laufe ich mit dem hier. Auf die andere Seite. Und zwar hier zur Wand, wenn ich hinkomme. Und gucke bitte dahin, damit ich nicht direkt ausraste. So. Jetzt bringe ich dich zum Tanzen. Ich hoffe, die sehen das. Die sehen das, okay. Und jetzt linke ich mit dem Bombenmonokuma. Oh ne, ist gar nicht nötig eigentlich. Ich muss jetzt den nur noch umschießen. Tatsache. Und bumm. Und dann habe ich auch gleichzeitig noch einen Weg, mit dem ich weiterkomme. Fantastisch, okay. Ist gar nicht so schwer gewesen, aber war auch natürlich eher das Tutorial für die neue Munition. Wobei wir noch gar kein Rätsel für Burn hatten, aber ich weiß auch nicht, was man dafür Rätsel machen sollte. Wahrscheinlich gar keine, ne? Irgendwie würden mir damit keine speziellen Rätsel einfallen gerade. Außer es kommen noch irgendwelche Sachen, die man damit verbrennen kann oder so, aber... bisher ja auch eher wenig. Ja, fuck my life, ich stelle mich gerade echt wieder dämlich an. Seid ihr beide schon tot? Okay, meinetwegen. Dann weiter geht's. Ja, Burn ist wahrscheinlich echt genug dafür, dass man schneller angreifen kann oder sonst nichts. Was ein bisschen schade ist, weil alle anderen Munitionsarten sind irgendwie auch für Rätsel geeignet, aber... Ach, Toko, willst du mich verarschen? Geh da weg! Lass mich doch vernünftig zielen. Warum rennst du auch so hin und her, du fucking Drecksmonokuma? Whatever. Ja, ich nehme jetzt wieder Burn, weil ich hier nämlich am Verrecken bin sonst. Wie man sieht, oh Gott, das ist peinlich. Egal, sterbt, danke. Die halten ja echt nicht so viel aus, auch mit Burn nicht. Im Gegensatz zu den Junk-Monokumas, wo ich schon eine ganze Menge verschwendet hatte. Es ist echt nicht dunkel hier, Toko. So gar nicht, wirklich nicht. Also beschwer dich einfach bitte nicht, danke. Und erstmal noch ein bisschen hier diese ganzen Automaten looten. Was gibt es hier? Ein Herz, das ist fantastisch, das brauche ich. Und Munition, okay, gut. Ja, ansonsten... ist hier, glaube ich, gerade nichts Interessantes. Warte mal, kann ich den Boden da zum Einstürzen bringen? Ist das der Sinn der Sache?
Ich weiß es nicht, wir finden es heraus. Knockback! Das war im Wasser. Das ist irgendwie blöd gelaufen. Egal, ich kann auch noch hoch. Wie kommst du da hin? War das ein anderer oder war das derselbe und der ist wieder irgendwie respawn, weil er da runtergefallen ist? Ich habe keine Ahnung. So, ins Auge, danke. Und das wieder ein Rätselraum. Oh Gott, ich freue mich. Ich freue mich. Ich meine, bisher das Rätsel, was wir in diesem Part schon hatten, war ja nicht allzu schwer. Ja, ja. Mittlerweile kommen echt viel mehr Rätsel als am Anfang des Spiels, ne? Wahrscheinlich, weil den Machern keine anderen Sachen mehr eingefallen ist, wie man das Spiel gerade interessant machen könnte. Habe ich so langsam echt das Gefühl. Maybe you can break it with an explosion? Ja, das war schon von Anfang an meine Idee. Nur woanders halt, okay. Will ich das jetzt eigentlich mal ausprobieren gleich? Na egal, ich mach's erstmal hier auf jeden Fall. Aber was genau ist gerade der Plan? Ach, ich glaube, ich hab's schon. Ja. Ich glaube, wir werden jetzt einfach gleich. Das hast du gut erkannt, Togo. Vielen Dank dafür. Und zwar werde ich jetzt da hinten hin eine Bombe werfen. Und dann mal sehen, was passiert. Nicht das, was ich wollte. Absolut nicht das, was ich wollte. Das heißt, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt einfach den übernehme und einfach einmal direkt Viereck drücke, ohne mich zu bewegen? Was passiert dann? Passt dann vielleicht schon perfekt. Sieht nicht wirklich danach aus irgendwie, oder? Und wie wäre es, wenn ich mich hier hinstelle? Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Und den jetzt einfach umkippe. Vielleicht reicht das ja schon. Bumm. Bumm. Ich sehe nicht, was dann passiert, aber bumm. Nein, kein Bumm. Kein Bumm, oder? Nein, nicht wirklich. Oh, verdammt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass ich den hier bewegen muss. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher, wohin. Warte mal, ich treffe ja den auf jeden Fall noch. Also den kann ich auf jeden Fall noch treffen. Das würde ja reichen, um dahin zu schleudern. Vielleicht sollte ich mich auch hier hinstellen, ha? Reicht das? Warte mal, hier. Hier sogar so eine Markierung eigentlich, oder? Ich habe auch keine Ahnung, ob das dafür gedacht ist, aber egal. Wir nutzen die Markierung jetzt mal eben. Schießen dich um. Du schleuderst den dahin weg. Du schleuderst den da hinten weg. Und du schleuderst den da hinten vielleicht weg. Und. Bumm. Bumm. Tatsächlich okay. Gut. Ich bin selbst aufgekommen mal wieder. Die Decke ist diesmal nicht eingestürzt, nur der Boden. Wow, that's amazing. You're awfully excited by all that destruction. You're actually a terrifying woman deep down. Togo, look! Looks like we can get down now. Ja, es sieht aus wie eine Leiter. Oh, was für ein Zufall. Wow, that sure was an impressive show. For a virgin. What does that have to do with anything? Und vor allem, was ist mit dir, Togo? Ist die Frage. Come on. If we go down this ladder, we can get down to the sewers. Das ist echt eigentlich keine Leiter. Yeah, but... Do you really intend to go back to those guys? We're fugitives, you know? If we go back there, we'll be captured with no questions asked. Well, maybe, but maybe not. Which one is it? If we explain ourselves, I'm sure they'll understand. We have the same goal. We all want to stop those out-of-control kids, right? And if it's for that cause, I bet they'll lend us a hand. And they'll rescue Byakuya too. Wow, you've changed quite a bit. You really think those spineless cowards are going to risk it and cooperate with us? It will be fine. I'm more of a coward than they are, but I'm still doing my best. Well, if you say so, I believe you. After all, we're friends. Ja, ich bereue es definitiv. You look really scary when you say that. What do you mean I'm scary? Fine, be that way. Let's just hurry up and get over there. Hey, wait, Togo! I was just kidding! Nein, nein, sie war wirklich gruselig. Komm schon, gib's zu einfach. Oh Gott. Was tust du mit Nagito? You
fooled us from the very beginning. It's no use acting like you don't know. I heard it all. Confess! You were lying to us the whole time. Hör auf ihn zu treten. Hey, you guys breaking up or something? Why do that when there's plenty of other shit to break? Like cookies, glassware, the window at that girl you like's house. More than plenty, damn it! Shut up! We swore to make this town into a paradise. We promised that we'd change history! And this guy interfered! Changing history? I don't know. You seem pretty hysterical enough to me. I mean, what the hell's with you, Nagisa? What's up your ass? You know what, actually, don't answer that. I want to keep the ratings down. Didn't I tell you to shut up? Ooh, girl! Ooh, so scary. And what are you going to do about me? This is your fault. It's your fault. It's your fault. It's your fault. It's all your fault! Don't be mad, Nagisa. The one who sent Mr. Servant on his task was me. Ey, als hatte ich doch recht, tatsächlich. Hätte ich nicht erwartet. Huh? Monica, what did you say? Ahem. Like I said, I was the one who asked Mr. Servant to help me. What did you tell him to do? I asked him to bring Miss Kamara Naegi all the way back here. You're lying, right? This is some kind of joke, right? Sorry, it's the truth. Lies? Why? Why would you do something like that? Oh, that's too bad. No matter how smart you might be, you still don't understand it, hmm? But I guess that's to be expected. I never gave you a proper explanation. Explanation? What are you talking about? What needs explaining? We're going to make a paradise, right? And that's why we caused this revolution, right? Sorry. Monica doesn't care about paradise or anything like that. Hätte ich mir auch schon fast denken können eigentlich. What? Oh, I guess you can say that the paradise I want and the one you want are different things. I have no interest whatsoever in a paradise where kids can live peacefully. Stop kidding around, Monica! What the heck is this? Sorry, but this is all for the sake of the successor to Junko and Oshima. Huh? Successor? Yes, the second generation of Big Sis Junko. That's what I'm after. My aim is different from Mr. Servant's. But we agreed to work together at the beginning. So don't get so jealous, Nagisa. I don't understand. What are you talking about, Monica? It's fine, it's fine. You just have to keep doing your best for my sake. Right? For Monica's sake. Huh? Kinderpornografie. I totally stole Nagisa's first kiss. Ich glaube, das stört ihn nicht allzu sehr. What are you doing? You love Monica, right? You can't live without Monica, right? You love me so much. Sometimes you even have perverted thoughts about me, right? Stop! Please, stop! You're glad you got to kiss Monica, right? If you work hard, I can do other things too, you know. Bitte nicht on camera, danke. So you'll listen to Monica's little request, right? Don't come near me! Get away from me! You have such a hard time. Everyone has high expectations of you because you're so smart. And you even have high expectations for yourself. And you're always suffering from that, right? I said, don't come near me! But Monica won't expect anything of you. What? From the very start,
I never expected anything of you. That's why I kept the successor a secret. After all, you're just a weak, weak little child. No one expects anything from. I said get back! Maybe nobody ever expected anything of you in the first place. You probably just thought they did. Maybe it was all a misunderstanding. Don't come near me! Get back! Get back! Jeez, Monica! So vulgar as usual! Seriously? You hit a girl. How uncool. Ja, aber du bist echt gruselig. But Monica loves how uncool and worthless you are, Nagisa. Monica loves you most in the whole wide world. Bitte aufhören, danke. If you want Monica to have high expectations of you, you gotta listen to Monica's requests, okay? For Monica's sake, kill all the adults. Risk your life for Monica. Isn't that nice, Nagisa? Ja, das klingt echt super. Holy shit, Mann. Ich wusste schon, dass Monika abgefuckt ist, aber... Hey, ich mag abgefuckte Menschen. Machen wir weiter, okay? Hey, Toko? Ja, Toko, bitte rette mich. What? We've been walking around the sewer so long. Do you think it'll be okay? What do you mean? Ja, ich weiß auch nicht, was ihr meint. Ich meine, ich sehe da doch ganz genau, dass wir gerade erst angekommen sind. Da sind doch die fucking Schienen, wo wir gerade runtergeklettert sind. Verarsch mich nicht! Like, is this smell gonna stick to me? I'm starting to worry I'll never get it off. Hast du keine anderen Probleme? Sorry. You don't want me to talk about smells, do you? No, it's just rude. This darkness is killing me. I'm sure you're fine with it, being a sewer girl. Now that's an insult I haven't heard before. Aber... Ich habe gerade echt nichts mehr zu sagen. Eigentlich habe ich gerade echt nichts mehr zu sagen und deswegen bin ich an dieser Stelle auch besser den Part. Und im nächsten Mal gehen wir durch die Kanalisation und so weit ist es ja gar nicht mehr anscheinend, okay? Na dann, wie gesagt, lasst einen Kommentar da und so weiter und so fort und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.